Grüß euch und willkommen zu der Hockey Week. Wir diskutieren heute über Themen wie zum Beispiel verpasst der HC, der das erste Mal mit dem Arno Del Curto Playoffs oder nicht. Wie stark ist der Spengler Cup dieses Jahr besetzt und was geht genau beim SC Rapperswil Jona bei den Lakers? Steigen die auf oder nicht? Warum läuft es denn so gut? Das diskutieren wir unter anderem mit dem Mann hier. Seine Karriere hat er beim HC Basel lasiert. Via Alta Lugano ist er dann bei den Lakers gelandet. Dort hat er 2009 seinen Rücktritt gegeben. 2010 ist er dann einmal zurückgekommen. Die Band sagt man überschnurrt worden, weil es viel Verletzungen gegeben hat, ein paar Spiele nochmal gemacht. 12 Saison, 570 Spiele hat er für die Lakers absolviert. Nach der Spielerkarriere hat er in die Privatwirtschaft gewechselt. Seit 2015 ist er zurück im Hockey-Business als Geschäftsführer der Lakers. Willkommen, Markus Büttler. Und ganz herzlich willkommen auf der linken Seite, am Sportjournalist des Jahres, Klaus Zolk. Hallo zusammen. Und der Thomas Roster, allererst Captain, der die Unihockey-Nationalmannschaft mal hatte, als wir das abgehandelt haben. Und ungeschlagen in der Unihockey-Nationalmannschaft. Sicher, das haben wir noch nie erfahren. Will ich also betonen. Ja. Nie eine Niederlage gefallen? Nie eine Niederlage. Also ein Spiel gewesen, Deutschland irgendwie zweistellig vom Feld gehabt. Klaus, ganz herzliche Gratulation, Sportjournalist des Jahres, zum zweiten Mal. Danke. Ehrerbietung von unserer Seite, darf man glaube ich so sagen. Danke. Markus, wenn man den Rücktritt gegeben hat, braucht es wie viele Verletzte, dass man nochmal zurückkommt auf die Eis? Oder welche Überrettungskünste sind nochmal auf die Ausrüstung angelegt? Ich weiss nicht mehr auswendig, wie viele dort mal verletzt waren. Aber es war wirklich eine spezielle Konstellation, glaube ich, mit Verletzten. Ich weiß nur noch, Michel Riesen war sicher verletzt. Das weiss ich gerade auswendig. Ich glaube, dann das Klima nicht mehr so gestimmt mit dem Erfolg. Und so ist man irgendwie dann zurückgekommen. Ich war lange dort als Spieler. Ich habe natürlich dort wirklich die ganze Mannschaft schon kennt. Ja, so ist das irgendwie zustande gekommen. Doch ein paar Tage, ein paar Telefone, ein paar Wochen braucht es. Es war eine Olympiapause, muss ich auch noch sagen, wo ich doch noch immerhin die Möglichkeit hatte, ein paar Wochen zu trainieren, noch mal richtig. Weil es dann schon nicht ohne gleich noch mal zurückzukommen. Du wirkst immer noch top im Shape. Also, wenn sie ein Problem hätten, die erste Mannschaft, gibt es noch Lizenz irgendwo? Ja, ich glaube, meine Lizenz ist verstaubt und die nehmen wir nicht mehr aus dem Keller. Nein, Spass beiseite jetzt. Ich glaube, so in einem ersten Jahr irgendwo noch halbwegs machbar gewesen. Oder? Aber jetzt also wirklich chancenlos. Unmöglich. Ja. Also, ich glaube, das Hockey hat sich auch entwickelt, noch mal physisch entwickelt. Und nein, ich meine, das eine ist es ausgesehen im Jobben und das andere ist dann auf dem Eis. Oder? Und dort würde ich dann eine schlechtere Figur abgeben. Also, aber in diesem Liebling würdest du sicher eine gute Figur abgeben. Schaut mal, was es der Markus hat mitgebracht. Das Trikot von den Lakers, das ihr selbstverständlich könnt, abräumen bei uns. Es ist unterschrieben. Sieht man da, glaube ich, ganz gut in der Kamera. Geht auf unsere Facebook-Seite, der Hockey Week, liket das Bild, das wir machen mit dem Trikot zusammen mit dem Markus Büttel und das Ganze kommentieren. Und dann seid ihr vielleicht die glückliche Gewinnerin oder glückliche Gewinner von diesem Original-Trikot von den Lakers. Markus, merci vielmals für das Mitbringsel. Bevor wir über die Lakers reden, der Strichkampf, Klaus, du bist unser hockeytechnisches Gewissen und Lexikon. Oh. Hat es jemals schon gegeben, dass der Strichkampf vom vierten Platz an so viele Mannschaften involviert waren, die so eng waren? Das hat es vielleicht auch schon gegeben. Also, das wüsste ich jetzt nicht aussen. Aber es ist sicher eine außergewöhnliche Konstellation, dass eigentlich kommen die zwei vorweg und die zwei hinten raus ihre Position haben. Und bei allen anderen ist eigentlich immer noch alles möglich. Thomas, vom drittplatzierten Zug mit 53 Punkten bis zum 10-platzierten Lausanne mit 43 ist eben, wie gesagt, alles möglich. Spricht das für unsere Liga? Nein, ich habe da eine dezidiert andere Meinung. Also ich habe nicht das Gefühl, dass unsere Liga ausgeglichen ist. Weil es sind immer, am Ende des Tages sind immer die gleichen hin. Und zwar die mit den kleinen Budgets und die mit den grossen Budgets sind vorne. Jetzt die Konstellation, dass wir einen Strich haben und dass wir einen Playoff-Kampf haben und Playoff-Plätze, das ist natürlich einfach attraktiv für die Zuschauer. Das ist definitiv so. Aber am Schluss ist es Langnau. Da muss ich dir widersprechen. ZSC war zweimal nicht in den Playoffs. Bern war schon nicht in den Playoffs. Freiburg nicht in den Playoffs. Zug nicht in den Playoffs. Ja, aber das sind die Ausnahmen, die ja, aber fast jedes Jahr wo das bestätigen. Das sind wirklich Ausnahmen.
Aber einen ist immer. Es gibt ja, immer eben eine Ausnahme, die die Regel bestätigt. Also, aber fast jedes Jahr trifft es einen Gross. Ja, eben. Also der ZSL Davos, der Wanke ist jetzt vielleicht ein kleines grosses Wort, aber es ist nicht unrealistisch, dass es wieder ein grosser Frust, Markus. Nein, also ich glaube, treffen kann es immer einen. Ich glaube, die Konstanz oder die Duo, glaube ich, würde ich schon Thomas zustimmen, sind am Schluss, glaube auf 5 oder auf 10 Jahre trifft es einen grossen, vielleicht höchstens einmal oder vielleicht maximal zweimal Zürich. Das ist der gleiche, ja. Der gleiche, genau. Obwohl es kann rotieren, oder? Wenn es nicht mehr wirklich mal nicht so läuft. Und eben, es ist extrem eng, extrem knapp. Und zum Glück ja irgendwie auch, haben die sogenannten kleineren gleich auch noch eine Chance. Und zwei kleine Rocket Liga, Tigers und der HCB, wo du Chefscout bist, die rocken im Moment die Liga. Was machen die besonders gut? Ist das einfach der Trainerwechsel zu Bier, der das Ganze hat? Sie machen es gar nicht so besonders gut, weil sie sonst hätten sie ja irgendwie 10 Punkte Vorsprung auf den Strich. Und die Tigers sind unter dem Strich. Und Biel... Aber wenn wir natürlich die Letzten, schauen mal, mit stolzer Brust, musst du das Bild jetzt geniessen, Thomas? Ja, die Letzten, das sind jetzt 10 die letzten 10 Spiele, aber das ist einfach eine Momentaufnahme. Ja, klar. Da hat man auch ein bisschen Glück gehabt, vielleicht jetzt kein Schlüsselspieler verletzt. Wenn wir bei den Grossen schauen, Zürich hat ein Lazarett von Verletzten, Davos hat ein Lazarett von Verletzten. Jetzt ist der Haas verletzt bei Bern, habe ich gehört. Das steckt man auch nicht so einfach weg. Ja, wobei, also es ist schon nicht um ein Schicksal. Du kannst eigentlich sagen, als Kleiner musst du alles richtig machen. Dann kannst du in die Playoffs kommen. Als Grosser kannst du etwa 5 Fehler machen, kommst du vielleicht gleich noch in die Playoffs. Ja, das stimme ich dir. Es sind natürlich sehr viele Faktoren, die man schon beeinflussen kann. Nebst denen, die du nicht beeinflussen kannst, weil auf glattem Eis gespielt wird. Ja, das habe ich ja nicht gesagt, dass man es nicht beeinflussen kann. Und natürlich bin ich natürlich überzeugt und auch stolz darauf, dass Biel wahrscheinlich sehr vieles richtig gemacht hat, dass sie im Moment in der Position sind, wo man ist. Hat man eigentlich die Biel-Sitzung und dann hat man gesagt, Thomas, sollten wir den Trainer wechseln? Und dann ist der Daumen rauf. Ja, Daniel Villar hat nur mir angerufen und genau das gemacht, was ich gesagt habe, selbstverständlich. Also du bist für die Rede Entlassung, oder? Nein. Markus, es ist natürlich jetzt auch aus deiner Sicht, wo ihr seid und wo ihr her weht, natürlich schon auch ein schönes Zeichen, wie im Moment eben die Tigers und Bieler die Liga rocken. Wie viel Freude das Team macht. Es werden nur die ganz Grossen sein. Ja, selbstverständlich. Ich glaube, jetzt, gut, primär haben wir den Fokus mal für uns schauen, in unserer Liga schauen. Und oben ist klar, verfolgt man natürlich das mit im Gesamtinteresse des Eishockey. Aber ich mache mir jetzt hier ehrlich gesagt nicht so extrem viel Gedanken, wer auf welcher Position ist, weil wir haben die eigenen Aufgaben, die wir dann lösen müssen. Aber denkst du nicht ab und zu, wie die Grossen oben performen? Wenn wir jetzt gegen die würden spielen, würden wir so aussehen? Nein, weil ich glaube, das ist extrem schwierig. Es ist wie im Cup. Du hast ein Match und es ist 60 Minuten und dort ist sehr, sehr viel möglich. Aber über eine ganze Saison Konstanz ist nochmal ganz eine andere Geschichte. Und darum verschwende ich da nicht so zu viele Gedanken an diese Sachen. Also wenn Rappi gesehen, ich habe einen Spitzenkampf jetzt lange da, aber wenn dir 4 gute Ausländer habt, vielleicht brauche ich dir noch 2. Goalie, dass der Niffler nicht einen Match machen muss, dann wären dir jemanden dort wohl lang noch. Jetzt mal auf dem Papier oder mit der Messe an dieser Leistung, die wir jetzt bringen, in dieser Konstellation, würde ich dir zustimmen. Ja. Aber ob man jede Saison immer diese Konstellation hat, das. Ich sage auch, wir haben Stand heute Holzerlangen, können wir gut durch mit Verletzten oder eben mit keinen Verletzten oder wenig Verletzten. Und das hat auch einen riesigen Einfluss oder? Für einen Trainer, für eine ganze Mannschaft, glaube auch für die Stimmung, die innerhalb dann herrscht. Und das kann man nur bedingt beeinflussen. Was der grossen Playoffs? I don't know. Ich wäre Millionär, wenn ich es wüsste. Ein grosser, wer ist gross in dem ja, Sinn? Ja, ZSC oder Zürich und Davos. Davos? Nein, die verpassen. Wie Trauner zum ersten Mal seit Davos nein. Ist? Nein, die haben viele gute Kader. Die haben unglaubliche Spieler in Davos und in Zürich im Kader. Und trotz den vielen Verletzten, die jetzt ein bisschen Wackelkandidaten sind, am Ende des Tages werden die Playoffs beide schaffen. Also, es gibt 3 Sachen, die sind 100%ig gewiss. Wir müssen alle sterben, wir müssen alle Steuern zahlen und Arno Delgurto kommt in die Playoff. Das sind die 3 Gewissheiten, die wir haben. Aber es gibt doch einen Unterschied zwischen Zürich und Davos. Sie haben
fast gleich viele Punkte und werden völlig unterschiedlich wahrgenommen. Trainer werden in Zürich massiv kritisiert, obwohl das Kader, Spielerkader etwa gleich gut ist, meiner Meinung nach, wie in Zürich. Auf. So. Nein, also. Hey. Irgendeiner wird Playoff verpassen. Trainer, ein paar Spieler, Spieler wo wir, und Trainer, die wir immer wieder ein bisschen näher beleuchten wollen, die wir auch immer wieder ein bisschen zurückblicken wollen. Wie hat das alles angefangen? Wie haben die Träume ausgesehen? Wie haben die Ziele ausgesehen? Das machen wir selbstverständlich. Ihr kennt es, wenn ihr regelmässig hineinschaut, in unserer Rubrik Onspot. Yeah, I started playing hockey when I was about 2.5, at least skating, and then you know, playing the actual game shortly thereafter. You know, my dad always skated, played in men's leagues and stuff like that. Never, you know, professionally or anything like that. But he got me into it as a young kid, and I was actually born out in Arizona, so not exactly a hockey hotbed out there. I think there was only two ice hockey rinks. But my dad played on one of them, and you know, I always went to the games and really enjoyed it. And so, yeah, that's where I got started. And then, you know, we moved to Massachusetts, you know, when I was pretty young. So hockey's a lot more popular there, and, you know, kind of took off from there. I don't think it's ever been an issue for me. You know, sometimes I guess it's an issue for other people scouting, and you know, it makes it a little bit more challenging to maybe to get up the ranks. You can use it to your advantage, I think, too. Sometimes you can slip through cracks that other guys can't get to, and you know, move your feet a little bit quicker than some of the bigger guys. I think the most important value you can have is honesty. You know, just be true to yourself, and you know, be someone that can be relied on. If someone, you know, wants you to do something, you do it. And you know, you always you know, tell the truth and live by that. Obviously, there's an opportunity with the Olympics coming up, and the NHL not being there. That would be awesome if I could get there. So, you know, we'll see how that plays out. Yeah, other than that, it's a one year at a time mentality. Just try to be the best player I can be this year, and you know, hopefully that'll take me to greater and greater places. Was für ein wunderbarer Spieler zum Übergang machen. Vielleicht verpasst Brock Lesnar mit dem HCD Playoffs. Vielleicht auch nicht. Also, aber er wird sicher spielen. Etwas muss ich loswerden. Also, es kann nicht sein, die Behauptung, dass das Kader von Davos und Zürich etwa gleich ist. Also, ich mache immer einen Hinweis. Der Arno spielt mit zwei Junioren im Goal und Zürich hat den Meistergoalie und den WM-Held im Goal. Der Arno spielt mit zwei drafteten NHL-Goalies im Goal und Zürich spielt ohne draftete NHL. Ohne draftete wir wollen beim HCD bleiben. Wir wollen über einen Spengler reden. Der Jacques Sogel ist schon drauf. Die Stiftung Sorgkund steht vom Spengler. Ich weiß gar nicht, ob das viele Leute wissen. Die Jugend, der durch den Ersten Weltkrieg verfeindeten Nationen in sportlichen Kontakten wieder zusammenzuführen. Das ist die Grundidee vom Spengler Cup, dass die Länder sich wieder... Das ist die Grundidee vom Sport. Vom Sport, aber... Das tust du jetzt da, ja. ...vom Spengler Cup. Jetzt steht 91 ist unglaublich jetzt auch Spengler Cup wieder vor der Tür. Was bedeutet der Spengler Cup sportlich? Sportlich bedeutet er nicht sehr viel, aber für jetzt habe ich wunderschön das Ganze aufblasen. Nein, er ist unglaublich wichtig für unsere Sportart zu präsentieren. Das ist das beste Marketinginstrument, das es je gegeben hat. Es wird auch perfekt inszeniert. Drumherum ist hervorragend. Es schauen Leute Hockey, die sonst nie schauen. Das ist eine Tradition in vielen Schweizer Stuben, dass man Spengler Cup schauen nach. Inzwischen aber sogar in Kanada. Eben nicht nur sogar in den Schweizer Stuben. Dank dem Team Kanada zum 34. Mal ist Kanada in der Primetime. Ja, also das ist eine grossartige Plattform. Aber kann man gar nicht genug hoch. Oder in jede Liga in Europa. Oh, pardon. Ja, ich glaube auch, es ist wirklich so Entertainment, Unterhaltung für den Zuschauer, für den neutralen Zuschauer, der vielleicht sonst weniger zum Eishockey-Sport kommt. Darum würde ich dem auch eine grosse Wichtigkeit zuordnen, dem Spengler Cup. Offen auch die Spieler. Wenn du als Spieler Spengler Cup kannst gehen, schnitt also ich glaube nicht, dass Patrick Fischer da gross Mühe hat, einen zu motivieren, in der Nazi anzugehen. Vielleicht Club. Ist vielleicht ein anderes Thema, aber ich glaube, der Spieler an sich dort oben, ja. Ich glaube, es passt alles, Dezember, Schnee,
Davos mit dem Ort, also es passt, die Konstellation passt wirklich gut. Eine magische Sache irgendwie. Absolut. Und das Perverse ist, jede Liga in Europa würde jeder Club 100'000 einzahlen, damit man so ein Turnier macht, für ihr das Hockey zu promoten. Und bei uns reissen Club Davos jeder noch 80'000 Steine aus. Das 80'000? Ja, aber es ist natürlich legitim. Sie sagen, ihr Altjahrswoche, hört doch auf. Das gibt es Bern Tauen. Das ist ja schon gangvoll, also wegen einem Heimspiel. Das ist die dümmste Ausrede, die seit der Erfindung von Es ist einfach überlebenswichtig für den HCD. Ja. Der Spengler Köpfe ist ja. Und wir brauchen auch den HCD als Spitzenklub oder als Klub der obersten Liga. Das ist außer Diskussion. Und ich mag denen die Einnahmen aus dem Spengler Köpfe von Herzen gönnen. Und so sollen andere haben irgendwie einen Millionär im Hintergrund. Und sie haben jetzt halt auch den Crystal Club und den Spengler Cup. Stell dir vor, der Arno müsste zu euch kommen, dass er noch eine Mannschaft trainiert. Schauen wir schnell, wer die Mannschaften sind. Dynamo Riga, Finalist von 2011 gegen Davos, hat man dann verloren. Stellt übrigens die Hälfte der lettischen Nationalmannschaft. Dann haben wir Hämeenlinna PK. Seit 12 Jahren zuerst mal wieder eine finnische Mannschaft aus der finnischen Liga. Jokerit, der spielt in der KL. Dann Mountfield HK, wo letztes Jahr dabei war, der dann einen unglaublichen Schwung geholt für Playoff, unglaublich gut gespielt. Das sage ich, weil viele Mannschaften sagen, sie gehen in ein Loch nach dem Spengler. Das Team Kanada selbstverständlich und das Team Schweiz. Ist es der Spengler für die Mannschaft von Patrick Fischer eminent wichtig? Na, ich glaube nicht, kann man sagen, eminent wichtig, aber es ist sicher eine gute Plattform, um den letzten Schliff auch noch mal zu holen im Hinblick auf Olympia. Ich finde das super, dass jetzt in dem Olympia-Jahr die Schweizer Nationalmannschaft mitmacht. Das Teilnehmerfeld überzeugt mich jetzt nicht so ganz. Also Riga ist natürlich eine der allerschwächsten Mannschaften in der KL. Die letzte im Moment. Also, du kannst sagen, das ist und von dort her gesehen ist eigentlich Team Kanada oder Schweiz. Aber Kanadier machen natürlich das Gleiche wie die Schweizer. Weil sie wissen, dass die NHL-Spieler nicht kommen. Die testen auch das Team Olympia. Ja, aber dort werden wahrscheinlich um etwa noch 3-4 von dem Spengler-Team arbeiten. Mensch. Du kannst eigentlich sagen, die Nationalmannschaft hat Operettenkonkurrenz. Wenn sie nicht mindestens ins Finale kommen, dann haben sie versagt. Sie können gegen Kanada verlieren im Finale oder sie können gegen Kanada in jener Konstellation im Halbfinale verlieren. Aber eigentlich muss die Schweizer Nazi außer gegen Kanada jeder von diesen Gegnern schlagen. Markus, also die Schweizer Nazi kann nur verlieren im Spengler Cup. Favorit, ja. Kann man so sagen, die Schweizer Nazi kann nur verlieren? Ja, aber ich glaube, das haben sie auch gewusst. Wenn sie im Finale sind, sagen alles, muss man erwarten, wenn sie nicht im Finale sind, gescheitern. Gut, das gehört ein bisschen dazu. Wenn du neu startest, gibt es immer Erwartungshaltungen. Und ich glaube, das ist sich das Team von Patrick Fischer schon auch bewusst. Auf der anderen Seite sehe ich es auch als eine super Plattform für die Mannschaft, irgendwie gut zusammenzuwachsen, in einer guten Konstellation dort oben. Eine gute Stimmung. Also, da würde ich jetzt auch noch ein bisschen das rausheben. Ich finde, das ist auch eine Chance, die sie vielleicht sonst gar nicht hätten. Ja, das ist wie eine Hochzeitsreise, können sie dort machen. Ja, und dann Kanadier, zusammen. Kanadier zelebrieren ja das, oder? Dass man mit der Familie Weihnachten feiern, dass man schlitteln, dass man gemeinsam das Ganze kann. Gut, das hat auch ganz einen realen psychologischen Hintergrund. Wenn die Frauen und die Freundinnen mitkommen, können sie nicht in den Ausgang. Weil man weiss, wie es der rockt, wenn Kanadier ohne Begleitung von Freundinnen und Frauen unterwegs sind. Was, dass der Kleine so immer gerade wieder denkt. Du bist schon fast in schwedischen Verhältnissen. So. Wir machen schnell eine kurze Pause, ein paar Augenblicke gerade wieder zurück. Pure Sports. Pure Entertainment. Papi, gehen wir wieder mal an den Fuss. Kommt das Grosse auch?
Ihr Instinkt ist FreeBWin bares Geld wert. Jetzt gratis anmelden, auf die Spiele der Super League tippen und 5000 Franken gewinnen. FreeBWin. Du, und wenn wir eigentlich wieder mal anders kommen? Thursday on SportalHD.com. Sie haben also bei den F-Junioren hast immer so aufs halbe Feld gespielt, aber in Breite. Und dann ja, wir haben von der Mittellinie schon oben gekommen. Und das hat mich einfach aufgeregt. Und dann habe ich gesagt, hey, weißt du was, Trainer, gib mir mal die Hände. Ich gehe mal ins Goal und probiere es mal. Ja, verliert immer so oder so. Und jetzt schauen wir mal. Soccer Inside, presented by Raiffeisen. Every Thursday at 12:15 on We Love Football and SportalHD.com. Pure sports, pure entertainment. This is Sportle HD. Mit dem Klaus Dolf, mit dem Markus Büttler, Geschäftsführer von der Lakers, und mit dem Thomas Rost. Markus Leader in der Swiss League, 5 Niederlagen erst, 4 nach 60 Minuten in 27 Spielen. Die Maschine der Lakers, die läuft und läuft und läuft. Gut, ja, sportlich. Ist das so einfach, wie es aussieht? Nein, ich glaube, einfach, das sieht man in vielen Spielen. Es ist immer sehr viel eigentlich relativ eng ausgeglichen. Bis jetzt haben wir uns meistens dann am Schluss durchgesetzt. Sportlich läuft es wirklich gut, wie vorher angetönt. Ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass man sehr wenig verletzte Hand wirklich oft aus dem Vollen schöpfen können und durch das ja, bis jetzt gut unterwegs sind. Macht Freude, der Job. Klöser, 7 Punkte Vorsprung auf Alten. Was brennt noch an? Ich habe brennt nicht mehr in der Quali. Wahrscheinlich, wenn jetzt gegnerischer Coach wäre, das ist eine Mannschaft, die eine sehr spielstarke Mannschaft. Eine Mannschaft, die läuft, die Chiba läuft, die eigentlich für Nationalliga B, Swiss League Verhältnis ein sehr hoch entwickeltes Spiel hat. Weil in der Swiss League ist es mehr so ein bisschen Run and Gun oder Clutch and Grab. Oder? Wahrscheinlich wird euer Problem sein, weil in den Playoff der Gegner dann nicht spielen mit euch. Ich provoziere, Chiba wegschlagen, die Rhythmus tief halten. Wahrscheinlich hat er sogar im Halbfinale in der Swiss League mehr Probleme als nachher in der Liga-Quali. Also wenn wir dann mal in die Liga-Quali kommen, ist das ein gutes Zeichen. Dann haben wir den Halbfinale trotz Problemen überstanden. Ja, das meine ich. Dann ist das für mich okay, oder? Wenn wir nur Probleme haben und gleich weiterkommen, kann ich gut damit umgehen. Und im Finale wird dann gespielt, oder? Und in der Liga-Quali auch. Ja, ist klar. Nein, ich glaube, also ist uns völlig bewusst, es war auch letztes Jahr so gewesen. Wir sind eher spielerische Mannschaft. Und darum glaube ich auch, auch unsere Überlegungen waren, ein, zwei Spieler, die wir transferiert haben, dieses Jahr haben wir auch ein bisschen weggelegt auf Körpergröße, Volumen, wo jetzt zum Teil auch gar nicht so gut zur Geltung kommen in der Quali, wo ich dann aber auch überzeugt bin, uns können helfen in den Playoffs. Thomas, defensiv stark, 43 Gegengol, im Schnitt hat man 1,6 Gegengol. Eine spielerische Mannschaft, aber defensiv dermaßen stabil. Ja. Nach meiner Beobachtung haben sie eine sehr starke Goalie-Leistung. Und wenn ich jetzt antizipiere, wer jetzt als Gegner bin, könnte kommen, das wäre Kloten oder Ambri, aller Voraussicht nach, dann muss ich sagen, auf dieser Position hat Rappi einen Vorteil. Also die Defensive nur aufgrund des Niefeler, der der beste Goalie der Liga ist, wahrscheinlich. Ja, ich glaube, statistisch ist das so, oder? Das andere ist immer, ich glaube, Geschmackssache ein bisschen, aber ist sicher absolut ein Top-Wert, wo wir jetzt hinten haben. Ich glaube, also Goalie-Leistung zweifellos das eine. Ich glaube, Verteidigung, aber trotzdem das andere. Wir spielen wirklich eigentlich fast durchgehend mit 4 kompletten Blöcken durch. Wir haben 8 Verteidiger, wo wirklich alle auf diesem Niveau spielen können. Und ich glaube, das gibt interne Konkurrenz, dass man
dass man auch in Spezialsituationen spielen will. Sprich, man muss sich jeden Match probieren, auch aufzudrängen beim Coach, seinen Job machen, weil sonst gibt es Alternativen für ihn. Und fährt aber dann irgendwo auch vorne an. Und ich glaube, die Handschrift auch vom Coach jetzt über die 3 Jahre, wo er wirklich sukzessive die einen halt schon 3 Jahre begleitet und die langsam aber sicher wissen, was er verlangt. Wie man gegenseitig tickt. Ein Stichwort Niefeler, Klausel, wo hat er sich weiterentwickelt? Oder was hat dazu geführt, dass er jetzt die Leistung so anbringt? Ja, ich glaube, er ist mental sehr robust. Ich glaube, das ist etwas vom Wichtigsten. Er ist ein guter Stylist, ein Talent. Und er ist eigentlich ein Beispiel dafür, ein junger Goalie muss spielen in einer Mannschaft, wo Hockey auch wichtig ist. Nicht irgendwo in der Academy oder weiss ich wo, vor 30 Zuschauern und wenn einer heiratet, gibt es gerade das Doppelte an Zuschauern. Einfach wirklich, wo der eine Verantwortung trägt, wo Medien sind, wo eine Stadt dahinter sind, ein junger Goalie muss spielen. Und ich glaube, dass also da muss ihm. Wie meistens bin ich mit dir einer Meinung, Thomas, aber das ist so. Rappi hätte den besseren Goalie wie der Ambri, wie der Servet, wie der Lausanne und wie der Kloten sowieso. Der einzige Vorteil, den Kloten hat, sie müsste immer mit 3 Ausländern spielen. Ja, aber Kloten hat noch. Ich glaube, Kloten sollte und wird vielleicht noch einen ausländischen Goalie holen. Und dann sieht es vielleicht dann anders aus. Wie kommst du zu dem? Weil hat man dich gefragt nach einem Goalie? Nein, aber Scouting Report. Wenn ich jetzt in der Klotenhaut stecke, ist natürlich der Wackelkandidat der Nummer 2 Goalie und der Nummer 1 Goalie ist sehr viel verletzt. Und das ist ganz ein heisses Eisen. Vielleicht können wir das noch vertiefen. Ja, also sie haben ja Burbaki Goalie und Operette Goalie. Also da kannst du nicht in eine Liga qualifizieren. Operette ist schon zweimal genannt worden. Ich muss ihn langsam mal verstrichen machen. Bei einem Nicht-Aufstieg. Ist ein Niefeler zu halten? Stand heute hat er einen Vertrag für diese Saison und für nächste Saison. Ein Phrasenschwein sollten wir auch haben. Kleusum Eckes. Nein, du musst die Frage nicht so naiv stellen. Du musst die Frage stellen, hat er eine Ausstiegsklausel im Vertrag? Nein. Dann kann er nicht gehen. So einfach. So einfach. Und also, das dürfte jetzt eigentlich. Aber ich glaube, er hat auch eine Perspektive. Also, du hast es vorher richtig gesagt. Ich glaube, er ist jetzt gut, er ist erst 23. Also darf man bei allem. Ich glaube, wo noch schon lange in diesem Business ist, vergisst man ein bisschen, dass er wirklich immer noch ein junger Goalie ist. Mhm. Und ich glaube, es hat jetzt gezeigt, dass wirklich, er braucht ein bisschen die Sicherheit, wie jeder Spieler, aber insbesondere auch ein Goalie. Ich glaube, dass innen wieder raus, innen, raus. Oder zu wissen, oder dass es gut ist. Und zu wertschätzen und zu wissen, was du hier hast. Also, das überlegt er sich dann wahrscheinlich. Was sicher wichtig ist bei euch, ihr habt inzwischen Organisation aufgebaut. Wenn ihr jetzt nicht würdet aufsteigen würdet, das erschüttert euch nicht. Ihr habt nur Geduld. Und das ist vielleicht noch nebst Sterben, Steuern, Zahlen und Arno in den Playoffs gibt es noch 40 Gewissheit. Die Lakers werden wieder aufsteigen. Die Frage ist einfach, ob diese Saison nächste oder übernächste. Aber das ist unweigerlich. Über das wollen wir noch reden. Übrigens noch vom Goalie. Weißt du, warum das dann mental so robust ist? Weißt du, woher das er kommt? Wo seine Familie die Wurzeln hat? Ja, absolut. Im Nachbardorf von mir. Warum? Das ist nicht ein Zürcher. Das ist nur wegen dem. Das ist nicht ein Zürcher. Ja, aber eben, wenn er im gleichen Dorf wieder aufgewachsen wäre, dann wäre er mental nicht so stark. Dann war er wahrscheinlich Sportjournalist. Wahrscheinlich war er nicht aufgewachsen. Moment. Ich habe nicht gesagt, aufgewachsen. Ja. Seine Familie hat Wurzeln. Ja, Gen kommen von uns her. Unglaublich. Habe ich wieder etwas gelernt? Wahrscheinlich müssen wir auch noch über gewisse Restaurants reden in diesem Gebiet, Thomas, wo er abstreitet. Ja, und also, wenn er meine Gene hat, dann wäre er jetzt schon in der National League. Ich würde niemand von mir hier reden. So, wir wollen auch herausfinden, wie sich deine Spieler neben mir machen, wenn man ihnen zum Beispiel sagt, du etwas zeichnen und der andere muss erraten, was es ist. Meistens höchst amüsant, der Draw Challenge. The Draw Challenge. Ist jetzt gerade Weihnachtszeit. 14? Geschenke. Ja. Passt alles. Schlitten. Genau. Jetzt? Ja. Komm.
Donovan. Ah, du findest ganz. Ja. Boah. Das war gut. Gut so. Ich habe jetzt Hund. Danke, ist der Lenker. Schlittelbahn. Oh, jeez. Gut so. Ein Boomerang. Das Rentier. Rudolf. Ja. Wow. Das ist sagst du auch. Fuß, Schloss. Hin. The Draw Challenge. Zeichnungstechnisch bewegt er sich schon ganz oben in der Tabelle. Gibt das abfinkt? Auf Augenhöhe mit Bier. Das gibt, können wir vielleicht mit der Liga schauen, dass das schon gewisse Punkte liegt. Nicht gewusst, dass wir so erfolgreich ein Ziel zeichnen können. Unser Vogel morgen antreten beim Büttler und dann können wir etwas vorzeichnen. Wie gut sind die Lakers im Vergleich mit den ersten Verfolger, Thomas? Ja, sie sind besser. Also es ist klar, dass sie das Team sind, Team to beat. Aber es bedeutet relativ halt wenig dann, für die Liga-Quali und auch nicht ganz so viel für die Playoffs. Weil dort braucht man dann auch wieder ein bisschen Schlachterglück. Die Schlüsselspieler müssen topfit sein. So freut, dass man jetzt erfahren darf, Lakers, wie es jetzt ist, es bedeutet halt leider nicht allzu viel. Also es hat ein bisschen Parallelen zum SCB. Der hat über vier Linien gut. Und Langenthal ist nicht so tief im Kader. Alte kommt noch vielleicht so ein bisschen an euch her. Alte ist so ein bisschen wie. Haben jetzt relativ immer wieder Verletzte. Und ja. Selten aus dem Vollen können schöpfen. Von dem her, die sind sicher auch sehr breit aufgestellt. Alte ist so ein bisschen wie Lugano für euch, oder? Wenn alles zusammenpasst. Wie behalten wir den Fokus nach dem Cup-Spiel Zug und Lugano? Ich bin der Meinung, dass ich noch gelesen, dass die Spieler schon auf der Bank haben diskutiert haben. Es ist nur der Göps, bedeutet noch gar nichts. Der Fokus behalten, was es gar nicht bedeutet, wie sitzen ist. Das scheint bei den Spielern, ohne dass man etwas sagt, selber das Thema zu sein. Ja, ich weiß nicht, ob es ein bisschen hilft, die Zielsetzung, also irgendwie die Fahne, die man mal eingesteckt hat, zu sagen, wo wollen wir eigentlich hin? Aufstehen. Wir haben nicht gesagt, wir wollen der Erste sein nach der Qualifikation. So, wir haben ein klares Ziel. Nachher ist sicher die Aufgabe des Trainers, der in der Garderobe natürlich dort den Einfluss nehmen kann. Und ich glaube, die Breite des Kader hilft dem Trainer, dass alle die den Fokus nicht haben, sind auch austauschbar und finden sich dann vielleicht nicht mehr in der Position, wo sie gerne wären. Und schlussendlich glaube ich immer halt noch daran, dass ich auch ein bisschen Sportlerherz und als Spieler, wenn man auf dem Eis ist, wird man so oder so gewinnen. Also ich glaub, egal, wer der Gegner ist. Ja, völlig, oder? Es ist nie lustig, wenn du rausfahren musst, die Fans piefen. Das macht irgendwie keinen Spass. Also, ist schlussendlich angenehm, wenn es dazu jubelt und du kannst in die Garderobe. Ja, du hast natürlich noch Pech jetzt im Göpp. Weil, wenn Davos überkommen hast im Halbfinale, wärst du jetzt im Finale. Ich muss dann schauen, der Arno geht mit den Junioren auf Bio nach dem Spengler Göpp. Der Willi Vöcklin ist schon Tilly oben, weil der Arno hat schon gesagt, bei dieser Belastung müssen wir irgendwo können einen Ausgleich machen. Aber wir kennen auch den Arno. Die Aussagen sind ja wohl noch mit Vorsicht zu genießen. Am Schluss hat er dann gleich noch das Ziel, den Göpp zu gewinnen, oder? Ja, und das mit dieser Belastung, das mag ich einfach nicht mehr hören. Es gibt keine Liga auf dieser Welt, wo die Belastung so tief ist wie bei uns. Die Spieler können immer daheim übernachten. Moment. Sie haben weniger Spiele als in der ganz grossen Liga. Aber und wir Reisen, haben etwas, das nicht einmal die NHL erlaubt. In der NHL muss immer 24 Stunden sein zwischen zwei Spielen. Wir machen Samstag, Abend, Sonntag, Nachmittag. Und das Back-to-Back, immer wieder, das ist für mich aus gesehen mit der Grund für die vielen Verletzungen. Das ist einfach sportlich nicht seriös.
Du musst in einem Sport mit dieser Intensität musst du Pausen haben. Gebe ich dir teilweise recht, aber die Belastung ist trotzdem, kann nie ein Ausrede sein bei uns in der Schweizer Liga. Bleiben wir noch bei den Lakers. Zweimal mit Jeff Thomason in diesem Final gestanden. Wie viel braucht es eben, dass man es schafft, aufzusteigen? Wie? Das letzte Spiel gewinnen. Das ist eine einfache Philosophie. Nein, ich glaube, im ersten Jahr waren wir wirklich auch körperlich langsam an der Grenze. Dort. Sehr dünnes, relativ schmales Kader. Und irgendwo war es ein bisschen ausbrennt und gegen Aschau dort wirklich den Kürzer gezogen. Letztes Jahr, glaube ich, sehr, sehr ausgeglichen bis zum Schluss. Und ja, wer weiß, was passiert wäre. Aber Spiel 7 ist Schluss. Lustig ist, dass du vom ersten Jahr hast, Thomason hat nachträglich gesagt im Interview, das war die beste Truppe, die ich jemals trainiert habe in diesem Jahr 1. Lustig ist auch noch, dass er gesagt hat, manche Sachen sind komisch hier in der Schweiz. Man teilt sich etwa häufig die Waschmaschine in Wohnhäusern. Also da hat das gewisses Akklimatisierungszeit der Mann gebraucht. Man muss die Waschmaschine teilen mit anderen. Ich habe noch nie so eine Chemie und einen Kampfgeist erlebt wie bei den Lakers. Also, gewisse Angewöhnungszeit hat er gebraucht, er ist von Deutschland hergekommen. Ja. Aber der scheint sich jetzt pudelwohl zu fühlen. Es soll nicht allzu viel Intro geben, das kommt ihm glaube ich auch noch recht. Mhm. Ja, also ich glaube, es kommt ihm natürlich entgegen, dass er sehr, sehr gut Deutsch redet. Mhm. Insofern ist er überall, man kann er sich unterhalten, sei das mit Fans, mit Journalisten, überall, ich glaube auch in der Garderobe, hat er zwar schon, ich glaube, in den Gesprächen selber redet er Englisch in der Mannschaft, aber er versteht wirklich sogar fast die Mundart und ich glaube, das ja, kommt ihm sicher zu Hilfe, die Sprache zu kennen, die Spieler zu verstehen. Auch das, was sie sagen, was du vielleicht nicht immer hören solltest. Aber das hilft trotzdem, wenn du wirklich ein Teil des Ganzen bist. Und aus meiner Sicht, ja, braucht es. Also, ich glaube, immer wenn es den Erfolg zulässt, glaube ich, ist es wirklich ein Vorteil, wenn man jemanden über mehrere Jahre arbeiten lassen kann. Weil gewisse Sachen die brauchen einfach auch ein bisschen Zeit. Und irgendwo glaube auch die Spieler wissen, okay, an dem wird nicht gerüttelt. Und ich arrangiere mich jetzt. Ich glaube, in Davos fragt sich ja niemand. Vielleicht ist er dann weg. Vielleicht ist er dann weg. Ich glaube, es gibt nur einen Weg. Man geht selber weg. Das ist die Variante. Und, es gibt ja nur die Variante, in Davos. Genau. Und darum glaube ich, ist das auch mit dem Grund, wo man sich weiterentwickeln kann. Sonst hat man immer wieder Richtungsänderungen, wo es zwar kurzfristig manchmal positiv bewirken können, weil es einfach ein neuer Ton ist. Aber langfristig, könnte ich mir vorstellen, kann man sich auch besser entwickeln, wenn man am gleichen festhalten kann. Aber ist klar, der Sport, der Ballenletzte bist, wird es manchmal schwieriger, ja, das durchzubringen. Also vielleicht auch als Aufstiegsprämie eine negative Waschmaschine in die Wohnung. Dass es ja nicht mehr muss. Oder teilen. Vor allem waschen, oder? Ist auch noch ein Alternativ. Du hast wenigstens am Bedarf. Könnte das sein, dass du, Thomas, auch noch Einfluss nimmst auf den Aufstiegskampf? Ja, ich verstehe jetzt die Frage nicht. Nein, hast du Biel empfohlen, sie soll in den Hügel ausspannen, den Lakers? Das gebe ich jetzt keine Antwort darauf. Unter uns, wir haben Sataric bereits verpflichtet und da bin ich sehr Thomas, happy. Weißt du dir recht, und den Hügel auch noch? Weißt du dir recht, wenn wir nur in die Werbung gehen? Wenn es Werbung für mich ist, ja. Werbung, wir nehmen den Rot aus der Schlusslinie, bis dann. Pure Sports, Pure Entertainment. This is Sportle HD. Tuesday on SportleHD.com. Wenn ich gesund bleibe und alles gut läuft, dann sieht es sicher gut aus. Aber Hand umgekehrt, Skicross kann alles passieren. Du kannst der Top-Favorit am Start sein und es kann in der ersten Runde schon vorbei sein. Also von dem her darfst du dich nicht auf das zurücklehnen. The News Center, one-on-one, on Tuesdays at 12:15 on SportleHD.com. Ihr Instinkt ist Freebie-Win bares Geld wert.
Jetzt gratis anmelden, auf die Spiele der Super League tippen und 5000 Franken gewinnen. Free BWin. Mann, Papi, alle in meiner Klasse kommen viel mehr sagen. Oder 20? Pure Sports, Pure Entertainment. Der Hockey-Wing, der Thomas Rost, hat nicht mehr ohne seinen Anwalt, was Spielverpflichtungen, was die Attacken des Sportjournalisten des Jahres, da können wir nicht mehr gut heissen, müssen wir den auf Strafakt tun. Markus, wie hat sich jetzt im dritten Jahr National League, Swiss League, wenn man die National League will, das Budget entwickelt? Wie seid ihr dort vorgegangen, das Ziel? Du hast gesagt, in der Fahne eingesteckt, die heisst Aufstieg. Also gut, im ersten Schritt ist es mal massiv oben. Gesunde? Genau, also einfach relativ einfach formuliert halbiert. Und jetzt haben wir es eigentlich Stück für Stück wieder ein bisschen aufbauen können. Aber Aufbau im Sinne von, man kann Budget machen, Aufwandbudget oder Ertragsbudget. Oder? Und jetzt war wirklich eigentlich der Fokus auf dem Ertragsbudget. Und aufgrund von dem dann die Aufwendungen dann auszugeben und nicht umgekehrt. Wir hören viel von Clubs, die runter sind, dass es zwar ein riesen Schock war, aber schlussendlich reinigend ist für einen Verein. Ja, das gibt es im Fußball wie im Hockey mittelfristig. Wobei, ja, das ist einfach ein bisschen schön geredet. Also, ein Abstieg ist nie schön. Ist nie, ja. Ich kann mir vorstellen, dass das ganz, ganz bittere Momente sind in Rappi beim Abstieg, wo viele Tränen auch geflossen sind, was Jobs gekostet hat. Reinigend, ja, natürlich, das kann es natürlich langfristig schon sein. Aber was ich vielleicht noch zu der Swiss League will sagen, ich verfolge jetzt das auch ein bisschen aus Not aus. Ja, du musst schon für Bio. Wir sind ja auch ein bisschen kalt. Ich bin viel unterwegs. Die Swiss League ist in den letzten 10 Jahren, also das Niveau ist sehr, sehr gestiegen. Und gegenüber von früher noch, muss ich sagen, das ist ein bisschen das Verdienst vom Schweizer Hockey. Da hat es sehr viele Ex-Junioren-Nationalspieler, die jetzt in der Swiss League spielen, die es nicht ganz schaffen. Und die helfen dazu, das Niveau anzuheben. Und das Niveau ist wirklich besser geworden gegenüber meinen früheren Jahren als Scout, wo ich auch in den ACB unterwegs war. Also, das kann ich zustimmen. Seit dieser Saison bin ich schon zweimal nicht der langweilige SCB schauen, sondern Langenthal und habe mich bestens unterhalten in Langenthal. Das ist wirklich so. Markus, wie lange die Zielsetzung Aufstieg ist klar? Wie lange kann man denn mit diesem Budget fahren, wenn man nicht aufsteigen würde? Wie lange kann man sich das leisten? Gut, wir haben also gerade nach dem Abstieg ist mal am Anfang hat man mal gesagt, man macht so einen sogenannten Dreijahresplan, wo man wirklich kontinuierlich wird aufbaut. Das ist jetzt sind wir im Jahr 3, wo man von Anfang an eigentlich gesagt haben, das wäre mal das Ziel Angriff im Sinne von einfach, wir sind parat von der Organisation her, ich sage es mal ein bisschen vom Backoffice, dass man kann sagen, wenn man dann aufgeht, ist vielleicht die Chance da, dass man auch organisatorisch parat ist, um das zu verkraften. Und jetzt haben wir letztes Jahr mit einer Donatorengruppe haben wir auch sogenannte Dreijahresverträge gemacht. Genau aus diesem Grund. Wir haben gesagt, es ist nicht jetzt All-In-Aufstieg und dann sind wir da oben. Und dann sind wir gleich weit wie vor drei Jahren. Ja, genau, dann sind wir gleich weit. Sondern dass man wirklich so ein bisschen einen Plan hat. Und nachher ist wie immer, man muss ja dann immer analysieren, was jetzt gescheitert hat. Es ist völlig bewusst, es ist ja ein Puzzle und es muss wirklich. Das Bild muss am Schluss zusammenpassen, wenn du aufsteigen willst. Und jetzt, glaube ich, mit dem Start, mit den Rahmenbedingungen, die wir haben, haben wir irgendwo mal den Rahmen gesetzt. Und jetzt gilt es, die restlichen Teile, die noch zu verteilen sind, dass die am Schluss reinpassen. Wie viel hat der Aufwandbudget?
Ja, jetzt sind wir bei rund 6,5-7 Millionen über die Gesamtorganisation gesehen, also mit dem ganzen Nachwuchs, mit der Gastronomie, mit allem. Und das heisst dann für die Nation, muss ja dann auch noch, oder National League jetzt, heisst das dann das auch? Muss man es dann auch schrittweise und stückweise wieder anheben, wenn man dann dort will Chancen haben? Aber im Jahr 1 muss man sich auch bewusst sein, der Zeitpunkt ist sehr spät. Man kann dann auch nicht mehr auf dem freien Markt wirken. Ja, es gibt die Abstiege. Also ich habe eigentlich... Hast du vielleicht nicht die ideale Plattform, um sich nur bedienen? Aber ich habe eigentlich eine Vision, die du als Rappi General eigentlich auch fast solltest haben. Wenn ihr aufsteigt auf Kosten von Kloten, dann solltet ihr die Kloten zum Farmteam machen, damit ihr das gesamte Nachwuchspotenzial von dort euch könnt zuführen. Hat man da schon Pläne in der Richtung? Also ich habe einfach deine Vision mal gelesen. Selbstverständlich habe ich das auch gelesen. Ich musste schmunzeln. Nein, also erstens mal eben nochmal. Ich mache mir ja jetzt noch keine Gedanken, wer ein möglicher Gegner könnte sein. Ich mache mir Gedanken, dass wir jetzt einmal Qualifikationserste werden und dann die Runden dann überstehen. Und das ist einmal unsere Aufgabe. Und dann am Schluss schauen wir dann, wer hoffentlich könnte unser möglicher Gegner sein. Was fehlt sportlich, Thomas? Können die Spieler in der obersten Liga schon bestehen? Wie ist man mit den Ausländern besetzt? Wie stark schätzt du sie? Also im Jahr 1, wenn Rapi wieder aufsteigen, dann ist es absolut essentiell, dass sie Top-Ausländer verpflichten können. Sie müssen die besseren Ausländer verpflichten als der Durchschnitt der Liga zum Überleben. Das, weil im Jahr 1 haben sie fast keine Möglichkeit mehr, auf dem Schweizer Markt adäquate Spieler zu bringen, die die Mannschaft ein bisschen besser machen. Vielleicht Ergänzungsspieler schon. Und das, darum, die Ausländerwahl, wo es auch Glück braucht, wird ganz, ganz wichtig. Sie sind nicht genügend im Moment. Also ich würde sagen, es gibt so Faustregeln. Oder du siehst manchmal einen Nazi-B-Spieler und denkst, ja, der ist Nazi A. Und der fällt genau so viel, oder? Es empfiehlt sich, wenn man höchstens einen der Ausländer behaltet, dass man dort nachrüstet. Dann braucht ihr einen Rumpelverteidiger und einen Rumpelstürmer, um robuster zu werden. Und dann würde ich sagen, noch einen guten Schweizer Center und einen zweiten Goalie, der auch Nazi A spielfähig ist. Und dann spielt er um Playoff. Mit dem nötigen Glück, wie wir schon manchmal gesagt haben, nicht Verletzungen. Aber du musst nicht eine komplett neue Mannschaft einkaufen. Überhaupt nicht. Nein, ich glaube, aus meiner Perspektive wäre es auch überhaupt nicht erfolgreich. Kommt noch dazu, ich muss ja jetzt der bestehenden Mannschaft muss man ja auch eine Perspektive bieten. Du musst schon planen jetzt, ja? Genau, das muss man planen, muss Perspektive bieten. Wir haben wirklich ältere, routinierte Spieler, die zweifellos auch bewiesen haben, dass sie schon National League spielen können, die dort auch eine gute Rolle werden abgeben. Und dann haben wir auch jüngere Spieler, die sich jetzt auch schrittweise entwickeln. Und ich glaube, die wachsen ja auch an Aufgaben. Und wenn man aufsteigt, hat man ja irgendetwas dann auch richtig gemacht. Sonst wären wir am Schluss nicht aufgestiegen. Und ich glaube, der Drive oder die Emotionen, die die Spieler dann alle erleben, die muss man unbedingt auch mitnehmen können. Weil ich glaube, auch von dem kann eine Mannschaft auch ein bisschen zehren, wenn es dann einmal ein paar Spiele nicht so gut läuft. Weil muss man sich auch bewusst sein, man verliert ja dann tendenziell ein bisschen mehr, als man ein Jahr vorher in der Liga weiter unten sich das gewöhnt war. Aber ich glaube, der Kit oder der Mannschaftsgeist, den finde ich noch sehr zentral. Und der glaube ich, macht sehr viel aus. Und nur, Anführungs- und Schlusszeichen, die Namen auf dem Blatt, gern noch keine Mannschaft. Also, aber du musst natürlich einen Plan auch zweigleisen. Ein Spieler wird nicht aufsteigen, dass sie eben nicht davon laufen. Sie können auch nicht den Spieler Die laufen nicht einfach davon. Das ist wie bei kleinen Kindern. Die sagen manchmal, sie laufen davon, gehen nicht. Also der Hügli wird jetzt vielleicht zu Biel gehen. Ein, zwei verlierst, aber du gewinnst auch andere Junge, die eine Perspektive suchen. Also, und das ist wahrscheinlich der grösste Unterschied zum Lotter-Rappi, den wir am Schluss hatten, zum jetzigen Rappi. Jetzt sind die Lakers wieder... Sie haben wieder Identität, sie haben Leidenschaft, die Chemie stimmt. Und wenn du denen zuschaust, dann siehst du, das ist ein Team. Du sprichst etwas an, wo sie abgestiegen sind. Haben wir hier an diesem Tisch schon gesagt, die Lakers, es interessiert fast niemand mehr, stört auch niemand mehr. Hat sich das Image der Lakers, habe ich das Gefühl, drastisch geändert?
Sie sind auch noch wieder sympathisch. Ja, auf der abgestiegenen Seite hat man das so ein bisschen, ja, die Lakers ist auch noch ein bisschen egal gewesen. Nein, ich habe das völlig unfair gefunden vom Klaus. Wo er da hat er den Klausel gesehen? Die Rapperswiler quasi als Krebsgeschwür von der Liga. Und das habe ich völlig übertrieben gefunden, weil das ist in der Ostschweiz brauchen wir ein Team. Und ich finde, das hat absolut Berechtigung gehabt, dass sie in der Top-Liga sind. Und von dort her gesehen würde ich das auch wieder begrüßen, also das Problem wenn sie wieder rüberkommen. Ist wahrscheinlich von den Lakers, sie haben so einen langen Abstieg hinter sich gehabt. Über Jahre rausgegangen, wie schlechter geworden. Dass irgendwann hat man einfach gesagt, ja, aber was soll das? Oder? Du hast keine Perspektive mehr gesehen bei ihnen. Sie sind jedes Jahr schlechter geworden und schlechter und schlechter. Dann sagst du irgendwann, ja, aber das stört uns nicht. Das ist nicht, wenn man sagt, Klot ist das neue Rappi zum Beispiel. Ja, Klot ist das neue Rappi. Hat da jemand gesehen? Wir zwei es nicht. wir haben über einen Hügel geredet. Ach, du hast über einen Hügel geredet. Wer ist das? Der Michael Hügel, der vielleicht auf der Liste ist vom Was Thomas vielleicht? Rost. Also bei mir Florian sind viele. Wir wollen die beiden ein bisschen lernen kennen. Viele Spieler sind auf der Liste. Viele Spieler. So, jetzt redet nicht wie ein Politiker. Die Rubrik heisst Guess Who. Da geht es darum, dass Spieler, Mitspieler oder Spieler von anderen Teams aufgrund von Fotos, die sich langsam ein bisschen mehr aufschlüsseln, erkennen. Guess Who? Ich bin Florian Schmuckli, spiele für die Rapperswil-Jona Lakers, bin Verteidiger, 24. Ich spiele heute gegen Michi Hügli, Guess Who, und wir wissen, wer der Sieger ist. Hallo zusammen, ich bin Michael Hügli von den Rapperswil-Jona Lakers. Der Florian hat mich herausgefordert und ich gebe mein Bestes zu meinem Schlag. Patrick Fischer. Sanguinetti. Luca Fazzini. Moro. Dario Servini. Raplan. Heinz Ehlers. Nico Hischier. Alex Ovechkin. Sven Jung. Der Gons. Ich habe nicht mal so keine Ahnung, ich weiß nicht, wer das ist. Jura Schime. Guess who? Oh, hier du, machen? Jetzt hätten wir einen Lügentest machen können, weil der Stoney gekommen wäre und der Hügel gesehen hätte, Stoney! Dann hätten wir gewusst, er hat verhandelt mit. Oh, die Steine kenne ich! Geht erst lernen kennen. Über die Saisonplanung, ich finde ich schon noch interessant. Du kannst den Spieler noch nicht sagen, in welcher Liga dass man das nächste Jahr spielt. Zweigleisig alles aufgelesen, was du jetzt musst. Das ist eine schwierige Angelegenheit. Es gibt sicher Einfaches, aber auf der anderen Seite ist es auch extrem spannend. Und eben das, was ich vorher gesagt habe, ich glaube, die Spieler, die wir ja jetzt am Verhandeln sind, die sind sowohl als auch. Mhm. Ich glaube, das ist auch die Perspektive, die man haben muss. Wirklich, ich bin überzeugt, dass der junge Spieler muss mitnehmen muss, auch in die nächste Liga. Und die sich ja immer können steigern können. Die Erfahrenen, die jetzt schon bei uns sind, sind ja auch bereit, jetzt in der Swiss League zu spielen. Und die sind das auch nächstes Jahr bereit. Du hast gesagt, wenn man aufsteigt, hat man sich in den letzten drei Jahren so organisiert, dass man das stemmen könnte. Weil die ganze Maschinerie muss dann wahrscheinlich schon noch
aufgefahren werden? Eben auch im administrativen Bereich, im Backoffice-Ding. Das ist wahrscheinlich auch eine grosse Herausforderung, die man müsste können stemmen. Ja, ich glaube, also dort glaube ich schon, ist der Vorteil, wir schon mal von oben gekommen. Die Halleninfrastruktur, der ganze Nachwuchs, der hat sich jetzt auch mit dem Abstieg überhaupt nicht verändert. Der Nachwuchs ist alles gleich, Catering de facto gleich. Es hat einfach ein bisschen Zuschauer im Stadion. Aber es ist ja nicht so, dass man irgendwo Aussenständchen muss aufstellen mit Tisch und so, sondern wir haben ein Stadion, wo funktionstauglich ist, auch für eine National League. Und im Backoffice haben wir einfach so ein bisschen, die Reduktionen vorgenommen, wo man einfach aufgrund vom Umfang vielleicht nicht braucht. Aber jetzt ist man dort eigentlich so weit, dass man sich auch organisiert hat. Es gibt ja auch dort personelle Veränderungen. Wie in jedem Geschäft vermutlich, wenn irgendwo ein neuer Vorgesetzter kommt, dann hat Sonigi die einen, denen passt das und die anderen passt das vielleicht nicht. Und so gibt es Veränderungen. Und ich glaube, den Prozess, den ich mehr gemeint, den hat man aufgenommen. Und das andere, ich glaube einfach, was ich vorhin noch sagen wollte, wenn man runtergeht, das Gesunde. Ich glaube, es ist mehr eine Frage, man kann vieles hinterfragen, was vielleicht manchmal einfacher ist. Weil solange es alles gut läuft, sagt jeder, ja, es geht ja. Und wenn du wärst oben geblieben hängen, fragst du die Sachen wahrscheinlich nicht. Vielleicht weniger. Oder die Ausrede ist einfacher. Man kann sagen, das hat ja funktioniert. Wenn man aber runtergeht, jeder, der dann sagt, ja, aber es hat ja funktioniert, kann man sagen, nein, hat es nicht. Und aufgrund, wenn du das Budget halbierst, musst du das. Gewisse Sachen zwangsläufig hinterfragen und auch intern hinterfragen. Haben wir die richtigen Partner und. Also ich glaube, da hat es sehr vieles, wo das ein bisschen einfacher macht. Zu hinterfragen, sage ich jetzt mal. Man muss es nachher machen und umsetzen. Und das du kannst einfach einen Neuanfang machen. Und du kannst mit neuen Leuten kommen. Weil ich glaube, es ist nicht so zermürbend im Sport, wenn du 3-4 Saisongänge verlierst. Und das gibt auch eine Chemie, die dann nicht gut ist. Ja. Das ist besser, wenn du mit neuen Leuten kommst und einen neuen Start kannst machen. Sagt der Sportjournalist vom Jahr 2017. Wir wollen spielen miteinander. The Puck Game. Das Spiel so simpel, einfach wie es klingt. Ich stelle Fragen, Behauptungen, die tun mit Grün Ja antworten, mit Rot Nein. Wir machen vielleicht so eine extended Version, muss man schauen. Die Lakers steigen auf. Nein, Thomas. Nicht in diesem Jahr. Gut. Das war nicht die Frage. Das war nicht die Frage. Die Lakers steigen diese Saison auf. Lakers steigen diese Saison auf. Mein Fehler. Der HCD verpasst Playoffs. Der Hügel geht zum EHC Bio. Sicher. Ja, 100%. Nächste Saison. 100%. Das ist ja, gell? Das ist schon unterschrieben. So ist ja. Wenn der Scout das sagt, oder? Ja, was will man denn da noch sagen? Wir müssen noch sein. Ja. Und wenn wir schon einen Basler am Tisch haben, Ibe wird Schweizer Meister. Oh, so schnell der Böck nie gekommen. Der FCZ wird Schweizer Meister. So schnell ist die Scheibe nie aufgekommen. Markus, merci vielmals. Wir wünschen euch eine Saison, wie ihr euch das auch wünscht. Und was eben die Fahne da eingesteckt, dass ihr die nicht müsst rausnehmen müsst, wo ihr sie eingesteckt habt, sondern dass die dort im Wind weht. In dieser National League. Und dann könnt ihr das Kader vom EHC Kloten übernehmen zum Farmteam machen. Weiss nicht, ja, oder vielleicht ist es ja eine Chance für einen Neubeginn in Kloten. Eine Gesundung, eine Reinigung. Reinigung, genau. Thomas, merci vielmals für deine Einschätzungen. Besitzen in diesem Jahr 2017. Schöne Weihnachtszeit wünsche ich euch allen. Und dann nächstes Jahr wieder. Das gleiche gilt für dich, Kläusel. Du hast noch nicht ganz Ferien, oder? Du arbeitest noch. Ja, ich habe nie Ferien. Und gehst du einen Spengler gehen? Ich werde nicht in der Wiege vor einer Festanstellung wie du das Leben geschaufelt. Gut, voilà. Also, wir sind privilegiert. Der Klaus Sog muss einen Spengler gehen. Ihr alle drei? Ihr alle drei seid in der Sänfte vor einer Festanstellung. Schön, mit euch zu diskutieren. Reinfallen, ein bisschen ab davon. Also, interne Gag. Merci vielmals für euer Interesse. Merci vielmals, habt ihr uns das Jahr 2017 begleitet. Mehr von uns gibt es selbstverständlich auf sportalhd.com. Und ab 2018 sind wir selbstverständlich mit der Hockey Week wieder wöchentlich da. Mit dem Klaus Zog, mit dem Thomas Rost. Und hoffentlich kommt der Markus Beutel wieder mal vorbei. Mit dem Pokal Champagner, was es denn auch immer soll sein. Schönen Abend, bis gleich. Ciao.
Hockey Week.